Eigentlich sollte sie gar nicht hier stehen. Mein Vater hat immer gesagt, du bist ein Mädel, du kannst das nicht, das ist eine schwere Arbeit. Das ist immer noch mal andere Höhe, meinem Vater stolz zu machen, weil er eben das nicht in mir gesehen hat oder mir das nicht zutraut hat. Und natürlich ist das ein Männerberuf, immer noch. Und den Männern auch zu beweisen, dass man das als Frau genauso gut kann. Deshalb ist Katharina Meyer aus Straubing nach dem Tod ihres Vaters Donaufischerin geworden. Zusammen mit ihrem Bruder Michael führt sie eine fast 300-jährige Familientradition fort. Und wie früher ist das Einholen der Netze eine aufregende Sache. Man weiß nie, was man fängt. Man weiß nie, ob was drin ist. Ja, aufregend. Immer Adrenalin. Ein guter Fang war natürlich ein Zander. Und jetzt schauen wir mal, ob einer drin ist oder nicht. Der Zander ist ein Edelfisch und es gibt vorgemerkte Kunden dafür. Aber das hier sind erstmal Friedfische mit vielen Gräten. Die sind nicht so wertvoll und manchmal nervig. Man braucht viel Geduld. Weil die sich manchmal so vertrauen. Die finden ein kleines Lehel und dann drehen sie sich da 100 Mal rundum. Und bis man die dann da heraus hat, das ist schon eine Geduldsprobe. Das Netz soll ja so fein sein, dass praktisch die Fische sich verhängen. Und über den Winter, wenn halt mehr Zeit ist, dann haben wir wieder neue Netze machen oder flicken. Das ist ein kleiner Waller, Wels. Ja. Normal fangen wir größere. Ein-, zweimal die Woche sind die Geschwister beim Fischen unterwegs. Im Altwasser neben der kanalisierten Donau. Und Michi ist froh um seine Schwester. Ja, super. Da bin ich nicht mehr allein. Weil man dann auch mal Freizeit hat. Beziehungsweise kann einer mal weg und einer ist trotzdem im Geschäft und dann läuft alles weiter. In erster Linie leben sie vom Groß- und Einzelhandel mit zugekauften Fischen. Die halten sie in den Weihern und Becken hier auf ihrem Gelände. Du, ich brauche zwei Fische für den Pfann rein, nicht zu groß. Was hast du? Forellen oder Saibling hätte ich da. Lachsforellen sind ein bisschen größer. Ah, nimm mir das mal ein Saibling. Immer Saibling. Das meine ich feiner, gell? Ja, rosa-rotes Fleisch. Ja, da nimm ich zwei. Zwei Saiblinge, okay. Also mittlere. Ja, magst du mitschauen ins Becken, ja, weil ich da verschiedene Größen da hab. Ja, sicher. So, der eine ist fast groß. Passen die oder ja, sind die zu klein? Ah, nein, die gehen gerade recht schön ja? Vorne rein. Ja. Okay, passt. Super. Die Betäubung. Die müssen sterben. Denen geht's gut, solange sie da sind bei uns. Kurzer und schmerzloser Tod. Ich glaube, ich war 8 oder 9 Jahre alt, was das erste Mal halt dann auch selber einen Fisch tötest und schlachtest. Und das war dann für uns ganz normal. Das hat dazugehört, wir haben dazu arbeiten müssen von klar auf. Man hat das tagtäglich gesehen. Ja. Ein Gickerl kann ich jetzt nicht umbringen, aber bei den Fischen ist es irgendwie, ja, das ist mir gewohnt. Wie viel hast du gesagt? 11,80. Die viel Quatsch, gell? Die wirfst du ja in Vielen Klasse Dank. Ein. Dankeschön. Bitte schön. Der Herr. Dankeschön. Sie dann noch eine schöne Woche, gell? Ja, ebenfalls. Danke, bis zum nächsten Mal. Donnerstags ist bei Kathi und Michi Hochbetrieb. Sie bereiten Filets und Steckerlfisch für Wirtshäuser vor. Forellenschlachten im Akkord. Das ist mir gewohnt. Meine Freude ist Blut. Und, ja, man kann sich ja tauschen und dann passt es wieder. Willst du immer noch Fisch? Nein. Du es wieder weg? Ja, duschen. Und den tauschen. Ja. Aber es hängt doch in der Haut drüber. Nein. Da rührt gar nichts mehr. Die künftigen Steckerlfische werden eingelegt in eine Salzlake mit Zwiebeln und Gewürzen. Die Körper sollen komplett bedeckt sein, damit sie schön durchziehen. Die Köpfe werden nicht mitgegessen und schauen raus. Das Rezept für den Sud bleibt geheim. Kräuter, mehr sage ich nicht. Da geht es den riesigen Wallern in den Becken doch viel besser. Die Meyers verkaufen die in der Donau lebend gefangenen Tiere weiter an Fischereivereine oder Privatleute, die sie in ihren Gewässern wieder einsetzen. Genauso wie die Karpfen, die Kathi mit Brot füttert. 13 Weiher sind auf dem Meyer-Gelände in Lerchenheid bei Straubing. Vater Michael Meyer ist vor 40 Jahren vom Traditionsstandort aus der Stadt hierher gezogen,
hat den Betrieb mit seiner Frau Beatrix neu aufgebaut. Das ganze Areal, ein Paradies für die kleine Kathi. Wir haben bei unserem Gelände wirklich alle Tiere gehabt, vom Pferd, Ziegen, Hunde, Katzen, Gänse, Hühner, alles war da. Und das war natürlich eine Traumkindheit. Der Michi hat mich auch geliebt. Ohne Ende, der hat das überhaupt nicht haben können, wenn ich mal gewarnt habe oder ja, wenn ich schlecht drauf war. Hat er mir Gummistiefel angezogen und einen Hut aufgesetzt und dann ist es ausgegangen in den Hof. Und dann war ich glücklich. Heute ist sie draußen auf der Donau glücklich. Und die Geschwister verstehen sich immer noch blendend. Es wirkt romantisch, wenn sie die Netze aus dem Wasser holen. Aber es ist schon eine schwere körperliche Arbeit. Also deswegen hat mein Vater immer gesagt, das ist nichts fürs Mädel. Oder, ja. Weil es einfach doch sehr anstrengend ist. Da kommt noch mal ein Waller. Der hängt auch bloß mit dem Kopf drin. Ja, ich blöd da schon. Weil man sich einfach doch die Hände aufreißt. Und naja, empfindlich darf man da nicht sein. Wie es der Vater wollte, hat Michi Fischwirt gelernt. Kathi wurde zahnmedizinische Fachangestellte und hat in Zahnarztpraxen Abrechnungen gemacht. Mit der Fischerei hatte sie bis vor 3 Jahren nichts zu tun. Damals wurde ihr Vater schwer krank. Da ist er dann schon im Krankenhaus gelegen. Und ich habe gesagt, du Papa, es ist Herbst, ich möchte zum Fischen fahren. Er hat nicht können, der Michi war damals noch am Oktoberfest beim Bedienen. Und ich wollte unbedingt rausfahren und wollte halt Netze rein da. Er hat gesagt, nein, allein kannst du nicht fahren und ohne mich und das geht nicht und du kannst das eh nicht. Und dann habe ich aber meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe einen Arbeiter mir geschnappt und bin rausgefahren und habe Netze rein da. Mit der Hoffnung, dass natürlich wenigstens ein großer Fang drin ist. Und tatsächlich war der Fang super fürs erste Mal. Ich habe einen Haufen große Fische gefangen und sogar einen Zander, einen richtig schönen. Da habe ich mich am allermeisten gefreut, weil das mein erster Zander war. Ja, und dann ist aber leider kurz darauf, wenige Minuten später, schon der Anruf gekommen, dass er im Sterben liegt. Und dann bin ich natürlich, hab die Netze rein und bin heimgefahren und ins Krankenhaus, aber hab's ihm noch verzeiht. Und er hat zwar nicht mehr reagiert, aber ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass er es gehört hat noch und dass er ganz stolz ist auf mich. Michi war schon immer anderer Meinung als der Vater, wenn es um Kathi ging. Ja, das hat der Papa gemeint, dass sie das nicht kann. Weil sie ja die kleine Schwester war. Oder ist. Jeden Job traue ich eine Frau zu. Weil die können auch LKW fahren oder Bus fahren oder sonst was. Also ist nicht so. Kathi und Michi beschließen, nach dem Tod des Vaters den Betrieb gemeinsam weiterzuführen. Der Anfang ist schwer, denn die Geschwister haben keine Ahnung von Kunden, Geschäftspartnern oder Preisen. Die Unterlagen des Vaters dazu sind kleine, handgeschriebene, unleserliche Zettel. Heute sind die Geschwister gefragte Partner etwa für den Bezirksfischereiverein Straubing, für den sie Besatzfische in die Donau bringen. Gewässerwart Jürgen Spranger kennt beide, seit sie Kinder waren. Ich finde Respekt, einen hohen Respekt, weil man muss 6 Jahre, das ist ja ein Männerjob. Und Kathi ist halt ein, wie bei uns da sagen, ein Tier. Ne? Wenn du dann eine Tonne Fisch runterschaufeln musst, da gehen manche Männer in die Knie. Das macht halt Kathi mit links. Und kann auch mit den Leuten super umgehen. Und aber ich will jetzt nicht bloß Kathi loben, sondern ich muss an mich auch erwähnen, weil das ist ein super Team ist. Ein super Team sind sie auch beim Kochen zusammen mit Mutter Beatrix Meier. Kathi brutzelt Lachsforellenfilets. Einfach salzen, pfeffern und ab in die Pfanne. Ihr Lieblingsgericht, weil es schnell geht und unkompliziert ist. Die Mama zaubert aus geräucherten Forellenfilets, Tomaten und Rucola die erste Vorspeise. Richtig aufwendig wird's bei Michi. Bei mir gibt's halt Ceviche, das ist ein peruanisches Nationalgericht aus rohem Fisch. Was ich halt auch gut finde, weil man da Fische verwerten kann, die viel Gräten haben, die man sonst fast nicht essen kann. Der Fisch wird erst einmal klein geschnitten. Dann in Limettensaft eingelegt, dass der Limettensaft die Zitronensäure, die Struktur der Gräten im Fischfleisch zerstört.
Und somit spürt man keine Gräten mehr. Das ist dann auf 2 Stunden eigentlich erledigt, wenn der 2 Stunden eingelegt ist. Ceviche hat Michi in Südamerika kennengelernt, wo er jedes Jahr Urlaub macht, um sein Spanisch zu verbessern. Statt Wehrdienst hatte er nämlich ein soziales Jahr in einem spanischen Kindergarten gemacht. Zwiebeln, Chili, Mango, Avocado und Petersilie gibt der leidenschaftliche Koch zum heute gefangenen niederbayerischen Donaufisch. Hui, Brot. Und, wie schmeckt's? Das schmeckt jetzt super. Ganz gut, ist Es schmeckt so toll. Ich glaub, mir tut ab dessen. Dass Kathi Fischerin wird, hat ihre Mutter nicht überrascht. Die Dirndl kann das genauso. Und sie hat ja einen Bruder an ihrer Seite. Und die halten recht zusammen, das gefreut mich auch. Und die backen das schon. Man kann ja irgendwas anderes machen. Wie das hat es früher auch nicht gegeben. Aber jetzt gibt es bei uns auch. Ich finde das toll. Ich bin froh, dass ich es gewagt habe oder dass wir es mir gewagt haben. Es hängt da natürlich viel mehr drauf für mich. Die ganzen Erinnerungen aus der Kindheit, unser Elternhaus, vom Opa auch noch. Und ja, das war dann alles verloren, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und von dem her war das schon ganz wichtig. Und was ist aus der Hoffnung geworden, einen Zander zu fangen? Da haben wir jetzt was Schönes erinnert. Ein Zander, genau das wollen wir. Der Fang war super. Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl heim. Wir haben einiges erwischt. Es passt.